alles schnell, fair. Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen. Hallo liebe Frischauf-Fans, liebe Handball-Fans, weiter geht's mit der zweiten Ausgabe Frisch auf den Punkt, das Almendinger Handballmagazin mit der November-Ausgabe. Losgelegt haben wir mit einem Herrn, der eine ähnliche Position spielt wie du und der hat dich nominiert. Ich glaube, du weißt, wer dich nominiert hat, oder? Ja, ich habe so, habe ich, wer weiß ich, ja. Marcel, ist okay, dass du heute hier mit uns das Ganze machen darfst? Ich glaube, Gott, das kriegen wir beide hin, oder? Ja, ja, klar, kein Problem, so, das genau. Geht noch. Wobei, du bist ein bisschen müde. Du bist jetzt auch erst vor kurzem wieder zurückgekommen von der Nationalmannschaft. Ihr hattet ein bisschen Unterbrechung. Ihr habt gespielt mit Norwegen gegen die Niederlande. Ganz, ganz klarer Erfolg. Ihr habt es aber auch nicht anders erwartet, oder? Nee, klar. Das ist ein Spiel, wie wir gewinnen müssen. So. Ja. Aber eine Nationalmannschaftswoche sind immer so ein bisschen müde. Immer so eng, viele Sachen, viel Training und so. Ja. Aber wie ist es denn? Ihr wart oben in Norwegen. Wie ist es denn, wieder zurück in der Heimat zu sein, auch ein bisschen Norwegisch zu reden? Macht schon auch richtig Spaß, oder? Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also immer ein bisschen nach Hause, ein bisschen Familie sehen, also gut. Und nach Hause spielen vor die Fans in Norwegen, das ist auch cool. Das heißt, da bleibt auch immer kurz Zeit, oder? Da schauen Sie aber natürlich auch alle vorbei, die ganze Family probiert dann. Ich weiß nicht, wie war es bei euch oben? Man durfte zuschauen, denke ich, oder? Ja, das war ausverkauft. Also 3000 Leute da ungefähr. So, war cool. Dein erstes Jahr bei Frischauf, Neuzugang, 24 Jahre, trotzdem schon internationale Erfolge, über 50 Länderspiele, da knapp 100 Tore schon geschossen für Norwegen, Medaillen geholt, WM Silber, EM Bronze. Läuft bei dir, oder? Ja, es geht so. Aber ich habe noch nicht so viel Spielzeit. Aber ich hatte also ganz viel Erfahrung von einem jungen Alter bekommen. Aber bis jetzt nicht so viel auf dem Feld gewesen. So. Und jetzt bist du nach 3 Jahren Minden nach Köppingen gewechselt. Ich glaube, auch für dich eine tolle Erfahrung. Du hast gesagt, Erfahrung gesammelt in der Nationalmannschaft, das Gleiche. Das tust du jetzt hier auch auf einem guten Level weiter in der Ligue Vimoli Handball-Bundesliga. Ja klar, also Köppingen sind ein starker Verein und das sehen wir auch dieses Jahr auf die Tabelle, dass wir haben eine gute Saisonhoffnung und ja, es läuft. Also wir hatten Verletzungsprobleme, aber wir haben immer gekämpft und Punkte geholt. Genau, beim Almendinger Handballmagazin, da schauen wir auch immer, wie momentan die aktuelle sportliche Situation so ist. Du hast den 5. Platz gerade schon angesprochen. Zuletzt starke Partie gegen Flensburg, da sprechen wir zwei gleich drüber, auch über Magdeburg. Jetzt hören wir aber mal kurz rein, was die sportliche Leitung zur bisherigen Saison so sagt, vor allem Flensburg, Magdeburg, wie gesagt, diese beiden Spiele. Jetzt Christian Schöne und Hartmut Meierhofer und dann melden wir zwei uns zurück und sprechen auch mal ein bisschen über diese Partien. In Göppingen jagt ein Topspiel-Highlight das nächste. Am Mittwochabend treffen frisch auf Chefcoach Hartmut Meierhofer und seine Jungs nach der Länderspielpause auf den ungeschlagenen Tabellenführer der Ligue Vimoli Handball-Bundesliga, den SC Magdeburg. Das in dieser Saison leider oftmals verletzungsbedingt dezimierte Frischauf-Team hat vor rund 1,5 Wochen beim 30:30 gegen den deutschen Vizemeister, die SG Flensburg-Handewitt, allerdings eindrucksvoll gezeigt, dass es auch gegen die absoluten Spitzenteams in der EWS-Arena punkten kann. Mit, wie gesagt, einigen Personalproblemen, mit der wir ja jetzt in letzter Zeit da unterwegs waren, haben die Jungs wirklich, wie auch gegen Melsungen schon hier zu Hause, alles reingehauen in das Spiel und ein wirklich richtig gutes und auch stabiles Spiel gemacht. Immer an sich geglaubt, auch den einen oder anderen Rückstand dann eben auch mitgemacht. Von daher absolut positives Fazit, was das Flensburg-Spiel anbetrifft. Und jetzt in der Nationalmannschaftspause war es natürlich so, dass wir sehr dezimiert waren. Sind ja Gott sei Dank in der glücklichen Lage, auch einige Nationalspieler abgeben zu dürfen. Das ist ja irgendwo auch ein Qualitätsmerkmal, was aber dann, wie gesagt, für Hartmut und die Mannschaft mit Blick auf das Magdeburg-Spiel das Arbeiten ja nicht einfacher macht oder die Vorbereitung nicht einfacher macht. Für einige Spieler war es aber auch mal wichtig, ein bisschen durchzuschnaufen. Tim Kneule beispielsweise, der eine sehr, sehr hohe Belastung hatte jetzt auch in den letzten Wochen. Und ja, Jakob letztendlich ja auch. Von daher war das jetzt auch mal gut. Und jetzt richtet sich aber der Fokus dann wieder auf das Spitzenspiel.
Und in diesem wartet eine Herkulesaufgabe auf das Meyerhofer-Team. Der SC Magdeburg steht verlustpunktfrei mit 18:0 Zählern an der Tabellenspitze und ist derzeit die Mannschaft der Stunde im deutschen Vereinshandball. Frischauf ist also gewarnt. Schließlich hat der SCM im bisherigen Saisonverlauf unter anderem auswärts Mannheim, Melsungen und Kiel sowie zu Hause Flensburg geschlagen. Sie machen wenig Fehler, sie sind sehr spielstark, haben viel Geduld und sind extrem torgefährlich von allen Positionen. Und du kannst es dir nicht erlauben, wenn du in der Abwehr stehst, einen Augenblick nicht bei der Sache zu sein, weil dann hast du sofort das Hintertreffen. Und so ging es uns letztes Jahr. Wir haben wirklich gute Aktionen in der Abwehr gehabt und jedes Mal muss man dann meistens ein Tor hinnehmen. Und haben es vorne nicht geschafft, die Angriffe konzentriert zu Ende zu spielen. Also um natürlich auch dann ihnen aus dem Gegenstoßspiel aus dem Weg zu gehen. Also das ist eine extrem heikle Aufgabe, wenn man jetzt sieht, dass sie noch kein Spiel verloren haben, dass sie Kiel geschlagen haben, Flensburg geschlagen haben. Das zeigt schon sehr, sehr viel von ihrer Qualität. Sie haben sich in der Breite nochmal verstärkt und ich glaube, das ist das, was diese Mannschaft da ausmacht, die 60 Minuten lang Tempo gehen kann, auf sehr hohem Niveau spielen kann, wechseln kann, ohne dass ein Bruch reinkommt. Und momentan muss man ganz klar sagen, die stärkste Mannschaft in der Liga. Ja, da sind wir also wieder zurück. Soweit deine, ich sage jetzt mal, deine Chefs, Christian Schöne, genau, und natürlich Hartmut Meyerhofer, die mit Flensburg, mit dem Unentschieden zufrieden waren, obwohl da ja sogar noch ein bisschen Luft nach oben war, wie wir gerade gehört haben. Beide haben gesagt, da wäre vielleicht mit ein bisschen anderem Abwehrverhalten sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, also da war es ein enges Spiel. Also beide Mannschaften konnten beide Punkte holen, aber im Ende waren wir also zufrieden mit den einen Punkten. Ja. Und das war heimischer Kulisse. 3.500 Zuschauer wieder hier. Ganz voll hast du die Halle jetzt als Heimspieler noch nicht erlebt. Natürlich als Gast warst du da schon mal da. Ja. Wie hat es geschmeckt? War richtig gut, oder? Das war echt geil. Das war, also die Stimmung in der Halle war total mega. So. Das freut uns, dass wir wieder mit Zuschauern spielen können. Wie hast du den Spielverlauf gesehen? Da gab es ja dann auch mal doch noch mal hinten raus auch die Möglichkeit, dass ihr ganz ohne Punkte dasteht und ihr habt wieder mal bewiesen, ihr seid kämpferisch eine richtig starke Truppe, oder? Ja, also ich glaube, Flensburg sind mit zwei vorne, mit 5-6 Minuten noch und wir sind immer da und kämpfen weiter und haben immer ein Ziel, dass wir Punkte holen können und im Ende stehen wir da mit diesem Punkt. Jetzt sind es 11-7 insgesamt, Platz 5 hast du gerade schon erwähnt. Wie bewertest du diesen Start? Da waren richtig super Ergebnisse dabei, vielleicht auch das eine oder andere, wo ihr gerne noch ein bisschen mehr mitgenommen hättet. Ich sage da nur, wahrscheinlich Auftritt in Leipzig oder so, der hat euch nicht so geschmeckt. Ein bisschen wechselhaft, aber eher im Positiven, oder? Ja, also, so wie gesagt, wir hatten ein bisschen Verletzungsprobleme. So, im Ende müssen wir so zufrieden sein. Also wir hatten Punkte gegen Flensburg und Melsungen mit einer also nicht so breiten Kader, aber wir haben auch verloren gegen Leipzig. Also gesagt, das war ein Spiel, das wir mehr erwarten kann von uns selber und ja, so im Total ist das okay, finde ich. Also nicht wow, aber auch nicht schlecht. Aber jetzt habt ihr die wohl schwierigste Aufgabe vor der Brust, die einen derzeit erwarten kann, der SC Magdeburg. Die Mannschaft der Stunde in der Liga, Wahnsinn, was die abrufen auf internationalem Parkett. 18:0 Punkte, haben alles bis jetzt gewonnen. Und man muss ja auch mal sagen, keine schlechten Gegner. Also da waren auch schon Kiel, da waren Melsungen, da war Flensburg dabei. Also Rhein-Neckar-Löwen, Hut ab, oder? Ja, Magdeburg ist sehr, sehr stark dieses Jahr. Und das wäre ein schwieriges Spiel für uns. Ja, das will schnell gehen, also sie laufen viel und wir müssen richtig konzentriert sein, sollen wir also in dieses Spiel kämpfen und Punkte holen. Also Magdeburg ist immer schwer, also viele Tore mit hohem Tempo, so nicht nur ein oder zwei Außenspieler, aber mit der ganzen Mannschaft läuft die ganzen 60 Minuten. Da sind wir gespannt, was bei dir dazu kommt. Dein persönlicher Start hier in Göppingen, der war nämlich richtig gut. Die 39 Tore, die hast du gemacht. Vor allem 11 gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube, du bist mit deinem persönlichen Start auch zufrieden. Und der soll, wenn es geht, auch so weitergehen. Am liebsten natürlich auch am Mittwochabend. Ja, das kann auch noch besser sein. Also die Quote sind noch nicht so gut. Aber es sind Spiele, wo das richtig gut läuft und Spiele, wo das nicht so optimal sind. Aber so ist das. Also in meiner Saison, dann hast du
Perioden, wo du richtig stark bist, wo alles läuft, und manchmal kommt das auch schlechte Perioden. So, mein Ziel ist einfach, die schlechte Perioden zu verkürzen. Ja. Du hast die Quote angesprochen, da sprechen wir von 65%. Ab welcher Quote ist Herr Gulliksen zufrieden? Also näher von 75, ja. Ja. Das ist schon dieser Wert, den strebt man dann auch an. Genau, so, also bis jetzt nicht zufrieden. Also noch nicht optimal, aber auf einem guten Weg, so sagt man das. Ja. Ganz genau. So, jetzt haben wir über die sportliche Situation ein bisschen gesprochen. Gleich wollen wir dich auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen, wie die ersten Monate so waren. Jetzt gibt es aber bei uns ja im Almendinger Handballmagazin auch noch eine Gewinnspielfrage. Die stellen wir heute natürlich wieder, und da können Sie, da könnt ihr, liebe Fans, was gewinnen. Was wünscht sich denn Herr Gulliksen für die Partie hier gegen den SC Magdeburg in der EWS Arena? Wünscht er sich A, dass Kevin in der vollen Hütte ist, oder wünscht er sich eher Kevin allein zu Hause? Ich schaue wieder mal hinter die Kulissen, da wird schon wieder der Kopf geschüttelt. Die Antwort ist nicht so schwer. Schicken Sie uns einfach die Lösung an gewinnspiel@filstalwelle.de, und dann können Sie sich Tickets sichern fürs Heimspiel gegen den HC Erlangen am 5.12. Auch eine coole Partie. Kann man jedem nur empfehlen. Hoffen wir, dass es mit der Warnstufe so bleibt, dass weiter so viele Zuschauer rein dürfen, dass die Leute vernünftig bleiben, dass die Corona-Zahlen nicht hochgehen. Ihr würdet es euch wünschen. Wie gesagt, Flensburg war das beste Beispiel. Handball, da müssen die Zuschauer rein in die Halle. Ja, also klar, das ist ganz anders, vor Zuschauern zu spielen. Also letztes Jahr war echt langweilig, und wir hoffen, dass wir richtig voll dieses Jahr. Genau, und Sie können, wie gesagt, dabei sein, wenn Sie die Gewinnspielfrage richtig beantworten. Einfach die Antwort schicken, ich habe es gerade schon mal gesagt. So, wir machen kurz Werbung, muss auch sein, muss auch alles finanziert werden. So, und dann machen wir weiter mit dir persönlich, und wir haben auch noch ein paar Rubriken, dazu kommen wir aber gleich. Wir von Almendinger bieten herstellerunabhängigen Vor-Ort-Service für CNC-Maschinen. Mit mehr als 20 hochqualifizierten Servicetechnikern sind wir in der gesamten Region für Sie unterwegs. Kompetente Vorab-Analysen und hohe Ersatzteilverfügbarkeiten garantieren einen schnellen Service für unsere Kunden. Durch Fehleranalyse vor Ort mit modernsten Prüf- und Messmitteln gewährleisten wir einen effizienten Service für Ihre CNC-Maschinen. Kompetent und schnell vor Ort. Almendinger Elektromechanik in Bad Überkingen. Wir sind mehr. Mehr als ein Kostenerstatter. Seit über 90 Jahren ist die DKV einer der führenden privaten Krankenversicherer in Deutschland. Mit über 4,3 Millionen Versicherten sind wir der private Krankenversicherer, dem die meisten Kunden in Deutschland vertrauen. Mit ausgezeichneten Ratings. Mit einem Top-Experten-Netzwerk bieten wir mehr Leistungen wie Gesundheits- und Aktivprogramme, Begleitung, Coaching und einem Gesundheitstelefon. Unsere App und digitalen Angebote machen uns bereit für die Zukunft. Aber vor allem sind wir mit persönlicher Betreuung da, wenn es darauf ankommt. Unsere Privatversicherten haben Anspruch auf individuelle Fürsorge durch medizinisch qualifizierte Mitarbeiter, ohne Warteschleifen und Hotlines. Wir sind mehr. Mehr als ein Kostenerstatter. DKV. Sprechen Sie mich an, wenn Sie mehr über die private Krankenversicherung erfahren möchten. Ich freue mich auf Sie. So, und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Werbung. Wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten. Jetzt geht es um dich persönlich. Die ersten Monate in Göppingen, die hast du hinter dich gebracht. Wie bist du angekommen? Nach einem turbulenten, intensiven Sommer für dich. Wie bist du aufgenommen worden in Göppingen von allen drumherum, von der Mannschaft? Also alles läuft, wie das soll laufen. Also kein Stress, kein Problem. Also die Mannschaft sind cool, Stadt ist schön, und alle haben mir geholfen mit dem Umzug und so.
Komischerweise, wenn man mit euch Skandinavier diesen Talk macht, ist es egal. Ihr seid alle sehr entspannt. Das ist schon so ein bisschen ja, Lebensmotto, Lebensphilosophie auch bei euch oben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein sehr entspannter Typ und ja, also es gibt keinen Grund zum Stress machen. So, ja. Und das, obwohl du ja doch, du hast vorher schon mal erwähnt, ein paar Kilometer weg bist von zu Hause, Kontakt zur Family, wie kannst du den halten? Freut man sich dann schon mal, wenn es mal ein paar freie Tage gibt oder wenn man mit der Nationalmannschaft mal oben zu Hause vorbeischauen kann? Ja, genau. Bis jetzt hatten wir 2 Wochen frei. Ich war dann 2-mal nach Hause. Also kurz, das hilft auch schön. Mhm. Also letztes Jahr hatten wir keinen Besuch, das war schwer. Dieses Jahr geht das ein bisschen einfacher und dann ist das nicht so anstrengend oder ja, hier zu spielen auch. Jetzt ist ja Norwegen sehr lebenswert. Oslo ja sowieso eine super schöne Stadt. Im Vergleich dazu jetzt Göppingen, fehlt dir hier was oder was gefällt dir hier besonders gut? Ey, also die Größe ist perfekt, glaube ich. Also ein bisschen größer als Minden, Stadt, Innenstadt. Und du hast alles hier. Sonst, wenn du das nicht hast, dann hast du alles in Stuttgart. So. Das ist kein Problem. Genau, dann gibt es kurz einen Ausflug Richtung Stucki, dann ist alles wieder im Reinen. So, dann natürlich muss ich noch nachhaken, ich habe es vorher schon mal angesprochen, stressigen Sommer gehabt, Olympia, aber das nimmt man doch gerne in Kauf. Auch wenn es natürlich andere olympische Spiele waren, als man es erwartet hat in Tokio. Wie war das Erlebnis? Ich habe mit Marcel da auch schon drüber gesprochen. Das ist schon der Wahnsinn, oder? Wenn man dann bei den Olympischen Spielen plötzlich teilnehmen darf. Ja, also für mich ist das cool, einfach die Erfahrung zu mitnehmen. Ich habe das nicht früher erlebt und so, ich weiß nicht, es ist wie ein normales Olympia ist. Das ist auch schwer. So. Aber das war eine coole Erfahrung und ja, ich finde, das hat gut gelaufen. Zielsetzung mit 24 sind natürlich dann die nächsten Olympischen Spiele, oder? Die will man natürlich dann. Hast du sowas schon im Kopf? Setzt du dir solche Ziele? Ja klar, also ich glaube, alle Sportler machen das. Also du hast immer Ziele, die du erreichen wollen. So. Und dann ging es direkt hier zum neuen Verein. Du hast schon gesagt, da ist dann aber auch wichtig, dass man gut aufgenommen wird. Das braucht man schon auch. So ein bisschen Wohlfühlfaktor, du hast gesagt, du bist gechillt, aber so ein bisschen Wohlfühlfaktor braucht man. Ja, also das geht schneller dieses Jahr. Wegen der Sprache kann ich von früher, also auf jeden Fall ein bisschen. Im Anfang, im Innen war das schwer, wenn du nicht die Sprache kannst und dann dauert das auch länger. Aber jetzt haben wir so 3-4 Skandinavien hier und du kennst auch die Spieler. Wir haben gegeneinander gespielt in 3 Jahren, so das ist kein Problem. So. Genau, bei dir ist die Sprache überragend. Großes Lob. Ein anderer Neuzugang tut sich da noch ein bisschen schwerer, ist aber auch klar, ist neu gekommen. Ist Kroate, kann leider noch nicht spielen. Würden wir uns alle freuen, wenn Josip Scharac demnächst endlich auch auf dem Feld dabei wäre. Du beobachtest ihn auch. Hör mal kurz rein und dann einen Satz auch von dir zu ihm. Jetzt gucken wir mal, wie es aktuell steht, um ihn, ja, den hochgewachsenen kroatischen Rückraumschützen. Noch trainiert er individuell. Doch so langsam ist ein Ende der langen Leidenszeit in Sicht. Frisch auf Neuzugang Josip Scharac, der sich Mitte April kurz nach der Bekanntgabe seines Wechsels vom slowenischen Topclub RK Celje nach Göppingen einen Kreuzbandriss zugezogen hat, macht große Fortschritte. Der 23 Jahre junge kroatische Nationalspieler absolviert bereits seit Juni sein Reha- und Aufbauprogramm in Göppingen. Auch wenn der 2-Meter-Rückraumhühne seine neuen Teamkollegen bislang auf dem Feld noch nicht unterstützen kann, fühlt sich Josip trotz seiner bisherigen Zuschauerrolle schon richtig wohl im neuen sportlichen Umfeld. It's nice to be here. It's a big club. I'm really happy that I signed contract. Es ist echt cool, hier zu sein. Frisch auf ist ein großer Club und ich bin glücklich, dass ich in Göppingen unterschrieben habe. Bislang ist wirklich alles gut. Die EBS Arena, die Stadt, es gefällt mir hier. Und natürlich sind auch meine neuen Teamkollegen top. Sie und natürlich auch der Coach, alle helfen mir, dass ich mich hier wohlfühle. Die ersten Eindrücke sind also perfekt. Ich bin wirklich sehr zufrieden. My first opinion is very very well and I'm really satisfied here.
Obwohl der wurfgewaltige Rechtshänder derzeit nur reduziert am Training teilnehmen kann, geht seine Integration in den Frischaufkader also reibungslos vonstatten. Weil Josip die Stimmung in der EWS Arena derzeit aber leider noch nur von der Tribüne aus genießen kann, gibt der sympathische und eher ruhige Kroate im Training Gas. Schließlich will Josip die Hölle-Süd-Atmosphäre auch möglichst bald aktiv auf dem Spielfeld aufsaugen. Derzeit trainiere ich zweimal täglich, einmal intensiver und einmal wird mobilisiert. Ich bin nach der OP auf einem guten Weg. Bislang läuft alles perfekt und hoffentlich kann ich in 2 Monaten wieder auf dem Feld stehen. Die Atmosphäre beim letzten Spiel gegen Flensburg war genial und ich hoffe natürlich, dass ich das auch schnellstmöglich wieder auf dem Feld miterleben und dem Team dabei helfen darf. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir gegen Magdeburg 2 Punkte holen. Soweit also unser Bericht über Josip Scharatz. Da freuen wir uns. Ich habe es gerade gesagt, man sieht ihn schon bei euch auf dem Feld, bei den Trainingseinheiten am Rand. Ihr habt ihn auch schon ganz eng rangeholt ans Team, ist wichtig. Und er würde euch auch gut tun. Ihr hattet doch dieses Jahr auch schon ein bisschen Verletzungsprobleme. Ja, also Kreuzbandriss ist nie Spaß oder so. Das ist immer ernst und das dauert einfach. So, ich hoffe, dass er gleich zurück ist. Wir freuen uns und hoffen da auf ein baldiges Comeback. Drücken die Daumen, dass alles so weiterläuft. Haben wir ja gerade gehört, die Reha-Maßnahmen, die laufen richtig gut und er trainiert auch schon richtig gut. Ja. So, jetzt kommen wir zu unseren Rubriken. Die muss ich dir kurz erklären. Frisch aufgeschlagen heißt die erste. Wir haben übrigens hier ein bisschen umgebaut. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, dass du schon mal vorbereitet bist. Frisch aufgeschlagen, da gibt es bei uns verschiedene Sachen. Okay. Im Deutschen, die man aufschlagen kann, zum Beispiel ein Buch. Bist du einer, der gerne liest? Nee. Nie, also gar nichts. Das heißt, auch bei Auswärtsfahrten wird nicht gelesen. Was machst du dann da? Lieber ein bisschen was zocken oder mit den Jungs? Serie gucken oder schlafen. Schläf gerne. Also ich kann im Busfahrt nie Probleme mit schlafen. Sehr gut, er ist entspannt, auch auf der Busfahrt. Sehr gut. Dann haben wir das bei den Sportarten. Bei welcher Sportart schlägst du gerne auf? Spielst du gerne Tennis, Tischtennis, Badminton? Ist da was für dich dabei? Also, nee, nicht ich, aber ich spiele gerne Golf. Ich und Janus hat bis jetzt ganz viel zusammengespielt. Und ja, also das ist auch entspannt. Man bewegt sich ein bisschen und also nicht anstrengend. Genau, nicht frisch aufgeschlagen, sondern frisch abgeschlagen heißt es bei euch beiden. Denn, ja, wer hat das bessere Handicap? Janus. Das ist gut gelaufen, gell, oder? Ja, er hat auch länger gespielt. So. Okay, also dann holst du das locker auf. Genau. Er ist ja auch ein bisschen älter, komm. Ja, ein Jahr. Na ja, also, das reicht doch. So, dann haben wir noch das Letzte. Aufgeschlagen wird bei uns auch die Sahne. Isst man gerne entweder zum Eis oder zu einem leckeren Kuchen. Bist du so jemand, der auch gerne mal süß isst mit ein bisschen Sahne dazu? Oder achtest du bei der Ernährung strikt drauf, vielleicht auf Zucker zu verzichten? Vielleicht vegan, vegetarisch? Nein, ich esse gerne Zucker und Sahne und so, ja. Leckere. Ja, also genau, was Leckeres, Süßes. Genau. Sehr gut, sehr gut. So, zum Krafttank ist es nicht schlecht. Dann haben wir den Camp-Patrick. Das heißt, du kriegst einen Pass zugespielt und vervollständigst den, das heißt einen kurzen Satz und du machst einfach weiter. Wir fangen immer mit der Rückennummer an. Ich trage die Rückennummer 34, weil, gibt es einen speziellen Grund? Eigentlich nicht. Das ist meine erste Nummer auf Senior-Niveau. Dann habe ich einfach ein Trikot bekommen und dann deswegen, ja. Und da ist es ganz gut gelaufen, dann bleibt man eigentlich auch gern dabei. Genau. Sehr gut. Also die 34 gehört dir, das ist schon mal fix. Dann an den Heimspielen in der EWS Arena begeistert mich. Was ist das Besondere? Also, wann es sieht so aus wie gegen Flensburg mit den Fahnen da, dann ist das echt lecker. Dann freue ich mich. Wie ist es beim Einmarsch, wenn das Feuer hochkommt? Da wird es dann schon mal schön warm in der Hölle Süd. Ja, das merkt man auch. Aber ja, einfach voll, dann ist das echt geil. Ja, freuen wir uns drauf, hoffentlich, dass es noch eine Weile auch so bleibt. Genau, ja, weiß man ja nie. Und dann am Ende der Saison will ich mit Frisch auf. Die Ziele erreichen. Das interne Ziel, da sollen wir das einfach so stehen lassen. Ja. Ihr habt euch als Mannschaft eins gesetzt und da, man merkt es ja auch, ihr seid gierig, ihr wollt was erreichen. Genau, also wir wollen besser machen als letztes Jahr. Mhm. So, ja.
Also, ist doch schon mal die klare Ansage. Das letztes Jahr war die 7, dann gucken wir mal, was dieses Jahr rauskommt. Jetzt noch mal kurz die Gewinnspielfrage und dann kommen noch die Kreditreform-Fanfragen. Die Gewinnspielfrage für Sie zu Hause lautet: Was wünscht sich Herr Gulliksen für die Partie gegen den SC Magdeburg hier in der EBS-Arena? A, das Motto Kevin in der vollen Hütte oder B, Kevin allein zu Hause. Also es gibt 3x2 Tickets für das Heimspiel gegen den HC Erlangen am 5.12. Laden wir Sie ein, dann dürfen Sie gerne auch hier mit Stimmung machen auf den Rängen. Wäre cool, wenn wir da auch wieder voll kriegen. Jetzt freuen wir uns natürlich aber zunächst mal auf Magdeburg, Mittwochabend. Auch da einfach mal schauen. Ja, es gibt natürlich noch über die Geschäftsstelle oder ja, über den Ticket-Online-Shop Tickets. Also einfach mal vorbeischauen und die Jungs hier zum Sieg schreien. Oh Mensch, wer wird gegen Magdeburg. So, und jetzt kommen wir zu den Kreditreform-Fanfragen. Fans haben uns geschrieben, die Sanne 96 schreibt regelmäßig, die lässt fragen, ich habe gedacht, darf auch mal ein bisschen privater sein, bist du verheiratet oder verlobt? Nee, noch nicht. Aber ich habe eine Freundin, sie wohnt noch in Norwegen. Hm? Ja. War sie schon mal hier, oder? Sie haben mit mir die ersten 2 Jahre in Minden gewohnt, aber sie haben ja, letzten Sommer nach Hause gefahren, zum Studium, Schule. Hm? Ja. Und jetzt ist es eine Fernbeziehung, mal Besuch du oben, mal sie hier unten, oder? Ja, es geht noch so. Einmal, zweimal im Monat. So. Also indiskreter werde ich jetzt nicht mehr. Dann machen wir weiter mit Grün-Weißchen 21. Was hat dich an Frischauf gegenüber Minden gereizt? Also was dich gereizt hat, von Minden nach Göppingen zu wechseln? Also ich wollte einfach eine Änderung. Also ich war da vor 3 Jahren und ich wollte etwas Neues probieren. Ja. Auch sportlich die Herausforderung, oder? Ja. Suchen? Ja, klar auch. Die Noah sind auch höher hier. Das genau. Sehen wir auch dieses Jahr. Genau. Und dann habe ich eine Frage, die hebe ich mir noch auf. Dann haben wir noch mal eine, da war kein Name dabei. Wie verbringst du dein freies Wochenende, wenn ihr kein Handball spielt? Also gerne Sport gucken. Ja, also ich gucke alles, Handball, Fußball, Golf. Alles meistens, ja. Sehr gut, also da auch ein bisschen Sport mal einsaugen, nicht nur immer liefern. Genau. Und jetzt habe ich eine von Tim, heißt der Herr. Ich weiß nicht, vielleicht kommt er dir bekannt vor, Tim D. Er lässt fragen, wo seine 50 Euro sind. Sagt dir das was? Ja, ja. Dann lassen wir das auch so stehen, oder? Ja, genau. Können wir. Irgendwann wird er sie wieder haben. Genau. So. So, und die allerletzte Frage dann noch, die kam vorher hier so auf. Wie wird man in Norwegen eigentlich Handballer? Normalerweise wird man doch dort auf Langlaufskiern geboren. Ja, mache ich auch. Also, ja? Wenn ich Zeit habe und wenn es schnell ist, dann gehe ich auch gerne Langlauf. Ja. Dann lade ich dich mal ein Richtung Schwarzwald. Da gibt es Höhenläufe. Jetzt ohne Witz, ja. Ist kein Witz. Ja, da trainiert dann auch der Bundesstützpunkt hier. Also, da können wir mal eine Runde drehen. Bin ich gern dabei. Können wir auch. Ja. Skating oder Klassik? Also, beides. Also, mehr Klassik. Ja. Skaten lassen wir aber lieber weg. So, und dann, bevor die letzte entscheidende Frage kommt, du darfst nämlich gleich noch jemanden auswählen für die nächste Sendung, habe ich hier noch was. Da bedanke ich mich auch natürlich bei Frischau, weil das kommt natürlich nicht von mir. Heute ist nämlich, jetzt haben wir es die ganze Zeit ein bisschen hinten anstehen lassen, heute ist dein Geburtstag. Da gratuliere ich dir natürlich im Namen. Ja, natürlich. Dankeschön. Vom Almendinger Handballmagazin, aber von allen hier drumherum auch. Und da ist was für dich drin. Dürfen wir es gleich auspacken, nebenbei? Hä? Sollen wir es lassen? Okay, wir lassen es, aber ich verrate dir was dazu. Es hat was mit Deutschland zu tun. Als Skandinavier, was verbindet man denn mit Deutschland? Sonst Oktoberfest, oder? Und was macht man dort viel? Ja, also Oktoberfest und trinken, ja. Welches Getränk wissen wir auch, oder? In Deutschland Bier. Bier, ja. Da ist was Passendes dazu drin. Wir sind das Bierland. Ich weiß, du trinkst normal kein Alkohol. Du kannst deine Apfelschorle dann da draus trinken. Dankeschön. Okay, so, dein Geschenk zum Geburtstag. So, und dann jetzt noch die letzte Frage. Wer wird nominiert für die nächste Sendung? Die ist dann die Dezemberausgabe, Anfang Dezember. Genauen Termin, der wird dann noch, oder der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Denke, dann können wir weiter mit der Außen gehen. So. Aki, also Axel Goller. Aki, hat man den dieses Jahr schon mal? Nee, hat man noch nicht. Nee, wir haben ja erst die dritte Folge. Also Aki ist cool, gibt auch immer Gas, oder? Ja, immer. Immer voll. Ja. Ja. Und ich glaube, er genießt es auch, dass ihr euch austauscht und du ihm da auch ein bisschen mit an die Hand nimmst, oder? Genau, wir sind auch gute Freunde und wir waren auch vor 2 Wochen so Fußball gucken zusammen in Stuttgart. Und ja, so. Bei welchem Spiel war der? Beim Köln. Stuttgart. Da muss ich euch leider ab jetzt Stadionverbot erteilen.
Du weißt warum. Ja. Oh, mein Herz. Ah, okay. Na, aber Pokal ist nicht wichtig. Hauptsache, wir bleiben in der Liga. Ja. Dann, nee, du darfst natürlich gerne wiederkommen, wenn ich das weiß. Nächstes Mal Bescheid geben, dann organisieren wir da ein bisschen was, okay? Super. Danke. Genau. Also dann vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war okay, die Premiere beim Almendinger Handballmagazin. Ja, super. Und Aki, den du jetzt nominiert hast, da schauen wir mal, ob ihr weiterhin noch Freunde seid. Ja, schauen wir. Also, dann sagen wir Tschüss. Wir sehen uns dann zur nächsten Ausgabe vom Almendinger Handballmagazin im Dezember wieder. Machen Sie es gut und am Mittwochabend entweder von zu Hause aus die Daumen drücken, Spieltagsshow schauen oder in die Halle kommen und frisch auf gegen Magdeburg unterstützen. Schönen Abend. Dankeschön. Ja. Alles schnell, fair, Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen.